Hegels Einführung des Wortes objektiver Geist spielt natürlich an die selbstverständliche Erwartung ein, an, dass der Geist etwas Subjektives ist, subjektiver Geist ist. Und das ist er ja auch zunächst in dem Selbstbewusstsein, das sich in jedem einzelnen Menschen aufbaut. Aber wir sind nicht einzelne Menschen, sondern wir sind immer in Gesellschaft und öffnen uns füreinander. Und indem wir in diesem Austausch der Sprache und der Sitten unsere Welt einrichten, spiegelt nicht nur die Welt um uns selber, sondern auch sie ist das Werk unseres eigenen Seins als geistige und denkende Wesen. So ist es nicht nur die Welt der Wissenschaft, es ist auch die Welt der Sitten, der Welt des Rechtes. Es ist all das, was von Menschen in ihrer Gemeinsamkeit gestaltet wird. Das nennt Hegel objektiven Geist. Jedenfalls ist es klar, dass wir hier an einem Punkte sind, an dem sich Hegels Genie in dessen synthetischer Kraft, in dieser Kraft der Vereinigung und Vermittlung und Versöhnung am glänzendsten zeigt. Denn die Wendung objektiver Geist hat ja auch nach der anderen Seite ihre Pointe. Der Gegensatz zum objektiven Geist ist eben nicht nur der subjektive Geist, sondern auch das, was Hegel den absoluten Geist nennt. Was sind das für Erscheinungen des Absoluten? Nun, eine kennen wir alle, die mit uns tief vertraut ist. Das ist die Kunst. Denn das ist ja das Kunstwerk, das uns so fasziniert, dass wir in ihm uns selber erkennen. Dass aber dieses uns selber erkennen meint, uns nicht in unserer privaten Einzelheit erkennen, sondern gerade in dem, was uns alle ausspricht. Wir kennen das alle aus der Erfahrung der Kunst. Wir sind hier im Augenblick in einem Raum, in dem Zeugnisse in der Form der bildenden Kunst an den Wänden hängen. Und wenn wir hier durch diese Sammlung der Zeiten hindurch blicken, dann wissen wir die ganze Tradition der bildenden Kunst, aber ebenso die ganze reiche Welt der literarischen Künste, umgeben uns ständig mit ihrer Aussage, und haben vielleicht in unsere heute so den Strömungen der Säkularisation, der technischen Umformung der Welt ausgesetzten Epoche einen besonderen Ausdruckswert. Wir werden sozusagen daran erinnert, allein schon durch die Kunst, dass eine weltlich gewordene Welt sich nicht voll bereits als Welt bezeichnen darf. Zur Welt gehört auch die Transzendenz, gehört auch, dass wir zwischen Geburt und Tod eingespannt über uns hinaus denken müssen, auch wenn das letzte Lebenslicht in uns erloschen ist und der letzte Atemzug getan ist, haben wir während unseres lebendigen Daseins, der Einzelne und jeder in der Gesellschaft, schon immer hinausgedacht
auf das Mysterium des Todes und auf das Schicksal des Menschen. So hat Hegel auch als Philosoph der Geschichte seine entscheidenden Taten vollbracht, die Vernunft in der Geschichte zu zeigen. Das war eine neue Dimension, die damit aufging. Denn das ist in der Tat zunächst in dem Begriff der Vernunft nicht gelegen. Vernunft, Logos, Logik, das war das große Instrumentarium des aufgeschlagenen, denkenden Auges, mit dem die Griechen die Welt betrachtet hatten. Wir sehen zugleich die Welt der Geschichte mit Vernunft. Wir sehen in ihr die Geschichte des Kampfes des Menschen um seine gesellschaftliche Freiheit, um sein Zusammenleben in allen seinen Formen. Und diese Geschichte der Freiheit ist dann am Ende auch noch in der Philosophie dasjenige, worauf sie ihre letzte Legitimation gründet. Deswegen ist die Vernunft in der Geschichte zu zeigen eine Aufgabe, die wir nicht lösbar finden. Darin werden wir Hegel kaum folgen können. Aber die zu suchen für uns ein unabweisbares Bedürfnis bleibt. Nicht nur die Verheißungen der Religion, auch die Anstrengungen unseres Denkens wollen vorausdenken, etwa wie wir die ökologische Krise unserer Gegenwart werden überwinden können, wie wir den Gefahren der Selbstzerstörung durch Fanatiker und Missbrauch unseres technischen Zerstörungskönnens überleben werden. All das gehört auch zu unserer Freiheit und zu unserem Versuch, Vernunft in die Entfaltung der von uns gestalteten Welt zu verteidigen.